So, guten Morgen zusammen. Da sind wir wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aufgaben kommen ja morgen erst. Dann direkt eine kurze Info, was die Bandagen-Bazooka betrifft. Wir hoffen wirklich alle, dass die heute mit dem Update wieder reinkommt, wenn es heute ein Update gibt. Weil Epic Games hat ja in letzter Zeit auch öfters mal mittwochs erst das Update rausgehauen. Also da müssen wir uns erstmal gedulden. So. Dann erstmal danke an alle, die gestern im Stream waren. War echt angenehm mit euch. Gab halt nur ein Problem. Wir haben Solo gespielt und es wurde geteamt. Da sage ich knallhart, hört auf zu teamen, wenn wir Solo-Matches spielen. Weil es ist unfair den anderen gegenüber und das wird halt auch direkt mit einem Bann bestraft. Da kann ich keine Ausnahme machen oder sonst was, weil das ist einfach nicht fair den anderen gegenüber. Das müsst ihr auch eigentlich in der Regel verstehen. Und normalerweise sollte das auch klar sein. Selbst die Regel gilt von Fortnite selbst aus in Solo-Matches, nicht Team. Dafür ist der Team-Modus da oder halt der Duo-Modus. So, dann kurze Info. Wir sind jetzt ganz kurz vor den 2000 Abonnenten. Also wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen, weil die 2000 ist halt wieder so ein kleiner Meilenstein. Dann geht es natürlich wieder um Skin-Verlosungen. Ich habe da schon wieder so ein bisschen was im Hinterkopf, aber was das betrifft, wisst ihr ja, am besten mir sofort eine Freundesanfrage schicken, nämlich an yt-familyhack. Geht einfach darum, alle 48, nur wenn wir 48 Stunden befreundet sind, kann ich dir auch einen Skin schenken. Und du siehst natürlich auch, wenn ich online bin, was eigentlich zu fast 90% bedeutet, dass ein Livestream kommt oder ich bin gerade irgendwelche Aufnahmen am machen. Aber es kann natürlich auch passieren, dass ich einfach nur in Fortnite drin bin und quasi nur am Rumgucken bin. Weil ich habe auch noch ein Privatleben, kann nämlich auch sein, dass ich auch zwischendurch dann doch mal alleine spiele. Und wundert euch nicht wegen dem Level, dass sich da gerade nichts tut. Das liegt daran, eigentlich habe ich mein Ziel erreicht mit Level 100 und ich mache eigentlich jetzt nur noch Custom Games mit euch. Kommt eigentlich so am besten bei euch an, aber zwischendurch werde ich halt doch mal wieder ein Duo machen oder halt auch Team Matches, aber da gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Shop, weil ich habe schon gesehen, es ist was Gutes drin, aber ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, nämlich Achtung, hier vorne, sie ist wieder da. Die rote Ritterin ist zurück im Spiel. Man kann die nicht verschenken. Ach so, ich habe nicht genug V-Bucks. Ich wollte nämlich gerade sagen, wieso kann ich nichts verschenken? Also wer den Skin nicht kennt, ich glaube, der hat in Fortnite noch nicht ganz aufgepasst. Es sieht halt einfach nice aus. Wir kennen sie. Und ich hoffe, ihr habt genug V-Bucks noch auf dem Konto, falls ihr sie noch nicht habt. Wie ich zum Beispiel, ich bin mir echt schon überlegen, quasi noch ein bisschen was aufzuladen und mir den Skin zu holen. Aber das werden wir dann im Laufe des Tages noch sehen. So, dann natürlich passende Rückenaccessoire. Was soll man zur Roten Ritterin sagen? Ist einfach ein mega guter Skin. So, dazu noch die rote Spitzhacke. Also ich würde behaupten, fast mit dem Ghoul Trooper einer der beliebtesten Skins. So, gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Dann haben wir die Schädeline dabei. Ah, von den Farben her gefällt die mir schon mal definitiv nicht. Puh. Hauen sie so einen guten Skin raus und direkt daneben einen, der glaube ich nicht so toll ist. So, dazu gibt es aber noch Aufgaben, aber keine Angst, die sind nur für die Stile da. Was man genau machen muss, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber es wird nichts Schweres sein. Es wird halt irgendwas sein, was wir eh schon machen mussten. Aber auch in der Vorabkombi gefällt mir der Skin irgendwie nicht wirklich. So, da kann ich euch aber auch direkt zeigen, warum ihr bitte eine Freundschaftsanfrage schicken sollt. Ihr seht hier könnte ich jetzt verschicken. Gut, mir selber geht nicht. So, könnte ich jetzt einen Skin verschenken. Ba-ba-bam, gehen wir mal gerade runter. Hier der TSM Dominik 123.
Dem könnte ich zum Beispiel erst in 24 Stunden ein Skin schenken. Grundsätzlich, sobald wir frisch befreundet sind, geht's halt nur nach 2 Tagen. Bedeutet halt wirklich 48 Stunden müsst ihr warten. Deshalb, wenn ihr irgendwie mitspielen wollt oder so, gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Hilft mir, hilft euch. Weil so haben wir nämlich auch keine Probleme, was die Skin-Verlosung betrifft. So, dann haben wir hier noch. Oh, der Ton ist gut. Der Ton ist echt nicht schlecht. Aber ihr wisst ja, ich mag eigentlich nur Zweihandäxte. So, da haben wir auch noch zwei verschiedene Stile. Na, hier einmal halt ein rosa und einmal quasi, ja. Ich ganz ehrlich, ich kann es noch nicht mal wirklich. Keine Ahnung, mit dem Skin kann ich irgendwie überhaupt nichts anfangen. So, was haben wir hier noch drin? Die Einsatzleiterin ist wieder da. Auch in zwei verschiedenen Stilen. Einmal mit Kopfbedeck, ja, nur die Ko einmal vermummt. Einmal SEK-Style und einmal ohne. So, und das Ganze gibt es aber auch noch im Militärlook. Also einmal Polizeilook, einmal Militärlook. So sieht es irgendwie besser aus. So, wie gesagt, einmal Polizei, einmal Militär. Ist auch nicht so schlecht, finde ich. Das Rückenaccessoire, ja, weiß nicht. Es passt halt irgendwie. Da muss ich echt sagen, es passt irgendwie nicht. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, was es darstellen soll. Soll es eine Mine darstellen? Keine Ahnung. Aber lädt sich das auf? Doch, es ist reaktiv. Also es lädt sich auf. Was es genau macht, kann ich aber jetzt nicht sagen. Ich habe noch keine Vorschau. Ne. So, dann haben wir aber auch noch die männliche Variante. Okay, da gefällt mir die weibliche schon mal auf jeden Fall deutlich besser. Warum hat der denn so an? Und dann haben wir hier noch das Rückenaccessoire. Ich weiß nicht, das Rückenaccessoire bei beiden Skins passt in meinen Augen nicht wirklich. Und schreibt mir in die Kommentare, was verändert sich hier bei der Reaktivtarnung? Wenn du mehr Kills hast oder dass es mehr leuchtet? Würde mich halt einfach mal so Interesse halber interessieren. Wie gesagt, einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne, einmal Polizei, einmal Militär. So. So, aber da muss ich sagen, man hat halt schon zwei Skins, wenn du so willst. Klar, das ist nur die Farbe ändert sich, aber an sich. So, dann haben wir hier noch die Waffentarnung. Ihr wisst ja, ich gehe immer aufs Boot. Ja, doch, die ist okay, die Tarnung. Die ist definitiv okay. Also ich würde sagen, die ist spielbar. So, dann haben wir jetzt alles durch. Warte, ich gucke nochmal gerade, nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Ah, die Taktikschläger. Ja, vom Ton her nicht schlecht. Aber würde mich halt jetzt nicht wirklich interessieren, ganz ehrlich. Auch wenn es Zweihand ist, aber weiß nicht. Nicht so meins. Dann haben wir Knight Rider. Natürlich mit dem passenden Rückenaccessoire. Selbst dafür hätte ich nicht genug V-Bucks. Davon haben wir ja auch die weibliche Variante, weil es ist nicht sogar der Skin, den ich geschenkt bekommen habe. Nicht, dass ich mich hier blamiere. Warte mal. Ne, gehört zum anderen Links. Also der Skin gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Also der ist echt nice gemacht. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. So, dann haben wir Fenix wieder dabei. Der war auch schon des Öfteren drin. Ist halt einfach Fox. Brauche nicht lange drum herum reden. Ist einfach Fox. Bisschen abgewandt, aber wie Fox ein bisschen älter, würde ich sagen. Ist auch ein schöner Skin, finde ich. Rückenaccessoire passt auch perfekt. So, dann haben wir noch dieses Rückenaccessoire. Wer will dieses Rückenaccessoire haben? Eieieiei. Dann haben wir noch die Spektralspitzhacke. Wow. Die hat
Also die ist wirklich nice. Die hat definitiv was. Oh wei, ich hoffe, ihr habt genug V-Bucks, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt. Und dann haben wir noch geschmeidige Moves. Das ist eine der Tänze, die man am öftesten hört in der Lobby, finde ich. Außer natürlich die Battle Pass Tänze. Ah, nice. So, dann würde ich sagen, nee, Wackel haben wir noch. Hätte ich es doch fast vergessen. So, dann nur kurze Info, ihr kennt mich. Wenn ihr irgendwas kaufen wollt heute, gern meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Dann auf Annehmen gehen, gerne täglich aktualisieren, weil bald sind die ersten 2 Wochen rum. Ich wette, ein paar Creator springen dann ab, weil sie nicht aktualisiert haben. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Also wie gesagt, rote Ritterin ist im Shop. Gönnt euch. Also der Skin ist immer gut. Wie gesagt, Creator Code nicht vergessen. Dann noch mal kurz was ganz anderes. Erstmal danke an jetzt 16 Donator. Also ich glaube, es gibt genug Leute, die träumen davon. Ich kann einfach nur Danke sagen. Auch danke an Schnitzelpudding vor allem. Er hat keinen YouTube-Namen, weil er halt einfach keinen Google-Namen hat. Also er kann bei YouTube nicht schreiben, aber Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Du hast es jetzt geschafft in die Top 5 und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Wie gesagt, gebt auch nicht zu viel Geld aus. Denkt dran, es ist nur ein Spiel und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.